Liebe Gemeinde hier vor Ort, liebe Leute zu Hause an den Bildschirmen, ganz herzlich willkommen heute hier zum Gottesdienst zur Eröffnung der Allianz-Gebetswoche. Wie schön, dass du heute da bist. Ich möchte euch begrüßen mit dem Wochenspruch aus Römer 8. Wer der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und dieser Geist Gottes, der hat uns heute Morgen hierher geführt, hierher zusammengebracht. Egal ob älter oder jünger, egal ob aus Landeskirche oder Freikirche, wir feiern heute diesen Gottesdienst gemeinsam. Der Geist Gottes bringt uns zusammen und eint uns. Wir wollen diese Woche auf das schauen, was uns gemeinsam verbindet. In dieser Welt wird im Moment sehr viel auf das geschaut, was uns trennt. Und wir wollen sagen, wir schauen auf das, was uns eint, was uns verbindet. In der Allianz-Gebetswoche geht es darum, dass wir als unterschiedliche Christinnen und Christen verschiedener Hintergründe, Kirchen und Gemeinschaften zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Wir wollen Gott in den Ohren legen. Wir wollen einstehen für diese Welt, für unsere schöne Stadt Lüneburg und für unsere Gesellschaft im Gebet. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen Auftaktgottesdienst wieder hier in dieser wunderschönen Kirche feiern können in St. Nikolai. Ihr lieben Geschwister aus St. Nikolai, herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. An meiner Seite Larissa Zagel, Leiterin des CVJM hier in Lüneburg. Ich bin Christoph Petersen, Pastor in der Baptistengemeinde. Ihr hier habt das Vorrecht, Live-Musik zu hören und die dürft ihr euch zusingen lassen hinter der Maske. Ihr habt ein Liedblatt, dort dürft ihr den Text verfolgen. Ihr Lieben zu Hause, ihr dürft laut einstimmen, vielleicht so laut sogar, dass wir es bis hier nach Nikolai hören. Ich würde gern beten für diesen Gottesdienst. Guter Gott, lieber Vater, wir danken dir, dass wir an diesem Sonntagmorgen hier zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass du selbst es bist, der uns einlädt und der uns eint. Und wir beten, dass Segensspuren ausgehen von diesem Gottesdienst. Für uns ganz persönlich, aber auch für diese Stadt. Wir danken dir, dass das, was uns vereint, größer ist als das, was uns trennt. Und so bitten wir dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Wer sein Leben rocken will, braucht Rhythmus. Eine Woche lang wollen wir uns den biblischen Sabbat etwas näher anschauen und beobachten, was wir daraus lernen können, um einen gesunden, guten Rhythmus Gottes für unser Leben zu entdecken. Wir haben im Vorfeld des Gottesdienstes unterschiedliche Menschen aus den verschiedenen Gemeinden gefragt: Erzähl uns doch mal, was macht für dich den Sabbat schön? Was macht für dich den Sonntag schön, den Ruhetag schön? Und ihr merkt es schon an meiner Formulierung, an dieser Stelle lebt unter uns Unterschiedliches, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Sichtweisen und Prägung. Ihr hier dürft hören, zu Hause, ihr könnt was sehen, aber hört selbst und schaut selbst, was die Leute erzählt haben. Und für mich ist der Sonntag sehr schön, wenn meine Familie bei mir ist oder bei uns ist und wir alle zusammen essen können. Hallo, ich bin Almut El-Shami aus der Baptistengemeinde. Der Sonntag ist für mich ein ganz besonderer Feiertag. Wir haben ihn uns nicht selbst gegeben, wie wir das ja mit den Weihnachts-, den Ostertagen und auch unseren Geburtstagen machen. Gott hat ihn uns gegeben. Er hat ihn uns quasi verordnet. Der Sonntag gibt uns Struktur, Rhythmus und das schätze ich besonders im Rentenalter, da Tage doch gleichförmiger werden. Und jetzt besonders in Corona-Zeiten. Hallo, ich bin Erik aus der Matthäusgemeinde Lüneburg. Ich liebe den Sonntag, weil ich Gott mit anderen in Gemeinschaft begegnen darf. Hallo, ich bin Nicole Spöhr aus der Adventgemeinde. Sabbat macht für mich aus, dass ich mich
bewusst dafür öffne, Gott zu begegnen. Zum einen vormittags im Gottesdienst, aber auch am Nachmittag, wenn ich bei mir alleine zu Hause auf der Couch sitze und alte Feiert-Jesus-Lieder schrammel oder mich mit Familie und Freunden treffe. Also Sabbat macht für mich wertvoll, dass ich mich ganz ohne Zeitdruck dem Sein widmen kann und einfach den Dingen, die mir gut tun. Mein Name ist Andreas. Ich komme aus der FEG in Lüneburg. Am Sonntag genieße ich ein festliches Frühstück. Gemeinschaft, Gemeinde, Gottesdienst und dass es ein Tag ohne Anforderungen ist. Hallo, ich bin Jill aus der Matthäus-Gemeinde und was ich am Sonntag gerne mag, ist, dass ich oft nach der Gemeinde glücklicher nach Hause komme, als ich vorher war. Moin, ich bin Axel Kuhlmann, Pastor in der Baptistengemeinde hier in Lüneburg und mir ist am Sonntag wichtig, dass wir gemeinsam zusammenkommen und miteinander ein Herz für Gottes Wort haben und dann immer wieder auch merken, dass Gott ein Wort für unser Herz hat. Hallo, mein Name ist Ralf Knappe. Ich bin Mitglied der FEG Lüneburg und ein Sonntag wird für mich richtig schön durch die Gemeinschaft und die Gespräche mit den anderen Gottesdienstbesuchern. Hi, ich bin Sven aus der Matthäusgemeinde. Für mich macht den Sonntag schön, diesen Tag mit der Familie zu verbringen. Hallo, ich bin Daniel aus der Freien Evangelischen Gemeinde Lüneburg und zu einem coolen Sonntag darf die Gemeinschaft und ein guter Austausch nicht fehlen. Hi, ich bin Emma aus der Baptistengemeinde und für mich macht Lobpreis und Spaziergänge mit Freunden den Sonntag schön. Ja, hallo, ich bin Rainer Backeberg, ich komme aus der FEG hier in Lüneburg und für mich ist der Sonntag und der Schabbat, der Sonntag, den ich feiere, das Besondere da ist, dass ich mich neu auf Jesus ausrichten kann, dass ich Gemeinschaft habe mit den Geschwistern in der Gemeinde. Das ist was Großes für mich und was Wertvolles. Ich heiße Eli und gehöre seit nun 30 Jahren der Adventgemeinde Lüneburg an. Während der 25 Jahre als Verlagsleiter nahm ich am Feierabend jeden Tag die unerledigte Arbeit im Laptop mit nach Hause, sodass die Nächte meistens recht kurz wurden. Aber am Sabbat, das heißt vom Freitagabend bis Samstagabend, habe ich die Arbeit nicht angerührt, freiwillig nicht, ohne irgendeinen Druck zu spüren oder schlechtes Gewissen zu haben, hat mich der Sabbat davor bewahrt, an 7 Tagen, einschließlich der 7 Abende, durchzuarbeiten. So ist der Ruhetag für mich im Laufe meines Lebens mehr und mehr zu einem befreienden Tag geworden, ein wahres Geschenk Gottes. Hallo, mein Name ist Jesus Karpinski. Ich gehe in die FEG Lüneburg und ich liebe den Sonntag, weil das Erste, was ich denke und was ich mache, ist, nach dem Frühstück zum Gottesdienst zu fahren, um Gottes Wort zu hören und mehr von ihm zu lernen. Aber ich genieße es auch, mich mit anderen Geschwistern unterhalten zu können. Schau und Gottes Segen euch. Mich neu mit deinem Geist.
ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Ihr kennt ihn gut, Eckhard Oldenburg, Pastor hier in St. Nikolai, und Eckhard wird heute predigen. Darüber freuen wir uns besonders. Eckhard, wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir auf die Einheit in der Vielfalt schauen wollen. Wo hast du in deinem konkreten Leben das als eine Bereicherung erlebt, dass du diese Vielfalt als ein Segen für dein Christsein erfahren hast? Ich bin hier in einer ganz normalen landeskirchlichen Gemeinde groß geworden, dort zum Glauben gekommen und habe dann schon dort durch den Pastor, der mich so stark geprägt hat, gelernt, man kann kräftig zu seinem eigenen Standpunkt stehen und genau wissen, dass es viele andere gibt, die man braucht, um alles zu verstehen. Das ist schon in jeder Gemeinde so. Und das hat er uns auch vermittelt. Und das habe ich dann vor allem dann noch weiter kennengelernt, als ich meine Heimatgemeinde verlassen habe, ins Studium gegangen bin, in der SMD, in der Studentenmission in Deutschland. Das war ja querbeet, aus allen Teilen des Landes, aus allen unterschiedlichen Traditionen kamen da Studenten zusammen, Studierende. Und das war schwäbischer Pietismus und Weigelhaus in Essen und Norddeutsch und also bunte Mischung. Und so 80 bis 100 Leute, die da zusammen versuchen, einen Auftrag zu erfüllen, nämlich Jesus an die Uni zu bringen und oder zu entdecken, wo er schon unterwegs ist. Und das war einfach prägend. Und dann kam noch eine schöne Prägung dazu. Ich habe das Vorrecht haben dürfen, die letzten anderthalb Jahre zusammen mit meiner Frau in einer Methodistengemeinde in Heidelberg mitleben zu können. Der Pastor hatte mich sogar gefragt, dass ich da predigen darf, und habe gelernt, wie welch eine Welt auch eine solche Freikirche ist, richtig mitzuerleben. Und das hat mich einfach grundsätzlich geprägt, zu sagen, also gerne das einbringen, was ich selber einbringen kann, aber immer damit rechnen, und ich finde, dieser Gottesdienst macht es schon wieder richtig deutlich, nur die Vielfalt der Gaben und die Vielfalt der verschiedenen Perspektiven macht letztlich das Ganze aus und darum, wo es geht. Was für ein Schatz, der dir da mitgegeben wurde. Ich bin hierher gekommen als Pastor, da war das schon so, dass hier der Eröffnungsgottesdienst in St. Nikolai stattfand. Wie ist das eigentlich gekommen, dass hier der Eröffnungsgottesdienst stattfindet, und warum engagierst du dich gerne in der Evangelischen Allianz? Ich jetzt noch mal genau gucken, Jeschi, wann war das noch? Das ist so mit dieser Geschichte. Also es ist auf jeden Fall schon länger als 6 Jahre. Und alles, was über 3 Jahre ist, ist ja schon Tradition, wie wir wissen. Wir waren irgendwann an dem Punkt zu sagen, wir nehmen einfach das größte Haus. Obwohl unsere freikirchlichen Geschwister erstmal lernen mussten, dass unsere Temperaturen nicht so schön warm sind wie in ihren Kirchen. Das war so die erste Rückmeldung nach dem ersten Gottesdienst. Aber es war eine ganz natürliche Entwicklung, die das Ganze genommen hat, unser Miteinander, das geschwisterliche Miteinander. Und irgendwann dann, ja, gehen wir doch in die Nikolaikirche. Und unser Kirchenvorstand war sofort offen dafür und freut sich ja auch, dass es jedes Jahr stattfinden kann. Und dann war das eigentlich ganz normal. Und für mich ist es eben so, die Allianz ist auch für mich nochmal so persönlich ein besonderer Ort, wo das, was mir am Herzen liegt, miteinander unterwegs sein, miteinander beten, miteinander Gottes Wort lesen, dass das dort in besonderer Weise nochmal sich abbildet. Und wenn das dann so
hinläuft auf solche schönen Gottesdienste, dann bin ich richtig glücklich. Das freut mich sehr. Leider ist es so, nein, du wirst dieses Jahr in den Ruhestand gehen. Wir werden dich vermissen, Eckhard. Deswegen haben wir die Chance genutzt, zu sagen, wir würden dich gerne nochmal als Prediger gewinnen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute predigst. Als Gastprediger in der eigenen Kirche. Schön. Vielleicht als letzte Frage. Wir haben ja vorhin den Leuten die Frage gestellt, was macht für dich den Sonntag, den Ruhetag schön? Hast du einen Ruhetag? Und wenn ja, was macht er für dich schön? Ja, das ist ein Lernprozess. Im Studium habe ich das noch hingekriegt. Das war so ein bisschen so, in Anführungsstrichen, augenzwinkernd gesagt, ein Deal. Ich habe gesagt, Gott, ich glaube, dass du möchtest, dass ich diesen Beruf mal ausübe. Aber ich werde 6 Tage studieren, aber Sonntag mache ich nie was. Das habe ich tatsächlich durchgehalten bis zum Examen. In meinem Beruf muss ich das erst lernen. Also nicht nonstop und jeden Tag und wenn man sich verantwortlich fühlt. Das hat auch nicht immer geklappt. Da könnte meine Familie einiges zu erzählen, was nicht so gelungen war. Papa immer eigentlich in Arbeit oder so. Das ist ein Lernprozess und der gelingt mir auch bis heute nicht immer, dass ich sagen kann, jede Woche gibt es einen Tag, wo wirklich nichts ist. Denn das ist für mich ein freier Tag. Zu sagen, ich stehe morgens auf und entscheide schon mal als erstes, wann überhaupt. Und es gibt keine Termine. Ich kann morgens langsam anfangen, frühstücken, in aller Ruhe Zeitung lesen und rumdaddeln und irgendwann meinen Jogginglauf machen und mit meiner Frau spazieren gehen und einfach Zeit haben, also Freiraum haben, der sich dann mit den Dingen füllt, die ich dann an dem Tag wirklich gerne tue. Also mit all dem, was das bedeuten kann. Es kann natürlich so nicht der Sonntag sein, aber da ich Gottesdienst und Predigt nicht unbedingt nur als Arbeit verstehe, sondern ich es gerne mache, ist das auch nicht so, dass ich sage, oh, ich habe Sonntag nicht frei oder so. Das ist okay, das ist gut so. Ich weiß noch nicht, wie Ruhestand geht. Falls du dich das fragen wolltest, weiß ich nicht. Was kommt dann irgendwann? Genau. Danke, dass du uns mit hineingenommen hast in dieses persönliche Erleben. Gottes Segen für die Predigt. Wir wollen jetzt in dieser nächsten Zeit ganz bewusst Gott loben und anbeten. Hier in der Kirche mehr im Herzen und an den Übertragungsgeräten mit voller Seele, mit Lippen und Herz und Mund, allem was möglich ist. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich in dir. Halleluja. Halleluja. Lobt mit mir unseren Gott, den ewigen König, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und bringt Ehre seinem Namen. Lobt mit mir unseren Gott, den ewigen König, wir freuen uns und sind fröhlich bei dir, Halleluja. Wir freuen uns und sind fröhlich in dir, Halleluja. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Halleluja, ich freue mich
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Lob Gottes und Anbetung, das heißt, bewusst vor den Thron Gottes treten, ihn in seiner Herrlichkeit wahrnehmen, nicht mit den Augen, sondern mit der Seele, mit dem tiefsten Innern sich anrühren lassen von dem Herrn der Herrlichkeit. Und vor diesen großen Gott wollen wir mutig treten. Mutig komme ich vor deinen Thron. Jesus ist,
der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. Der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Oh, preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Oh, preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich vor den Thron. Gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. In dieser Allianz Gebetswoche wollen wir über den Sabbat nachdenken. Und Gott hat diesen Tag geschaffen als einen Tag der Ruhe. Ein Tag, wo er ruht und wo wir in seine Ruhe eingehen können. Und von dieser Ruhe wollen wir jetzt singen und diese Ruhe wollen wir auch erleben. Im Lied, im Gebet und in der stillen Zeit danach. Herr, ich suche deine Ruhe. Herr, ich suche deine Ruhe. Fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Stop!
sprich zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Tor, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden. Das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben. Das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Rat für mich, verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Beten. Herr, wir sehnen uns nach deiner Ruhe, nach einer Ruhe, die du vom ersten Moment, wo es Leben in dieser Welt gab, schon geschenkt und geschaffen hast. Eine Ruhe, die wir jede Woche neu erleben können, jeden Tag neu erleben können, jeden Moment, wo wir uns auf dich ausrichten, wo wir dich suchen. Herr, du bist jetzt mitten unter uns und du rührst jeden einzelnen Menschen im Herzen an. Und du weißt, wie es bei manchen im Herzen aussieht, voller Sturm und Unfrieden und Sorgen oder Nöten. Du weißt, wie es in unserem Land aussieht mit Entzweiung. Du weißt es, wie es in der Welt aussieht mit Krieg und Terror. Herr, alle sehnen sich nach deiner Ruhe und die schenkst du jetzt. Und wenn wir jetzt einen Moment stille sind, so können wir alle im Herzen mit dir in Zwiesprache geraten oder einfach nur deine Ruhe genießen. Und dafür sagen wir dir Danke. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, da ich sie nicht mehr haben werde, im Laufe des Gottesdienstes allen, die dieses alles ermöglicht haben, herzlich zu danken. Es ist einfach großartig zu erleben, wie Menschen ihre Gaben einbringen und dass alles so zusammenkommt, musikalisch, technisch. Da staune ich besonders, weil ich diese beiden Gaben nun gar nicht habe. Ganz herzlichen Dank, liebe Geschwister, dass ihr das so macht. Sabbat und Identität soll das Thema des ersten Tages der Allianz-Gebetswoche sein. Aus dem ersten christlichen Jahrhundert, aus dem vorchristlichen Jahrhundert, also die Jahre so 40, 50 vor Christus, gibt es einen Bericht eines römischen Bürgers, der so eine Art Ausflugs- und Bildungsreise gemacht hat. Er hat sich das römische Weltreich erschlossen, indem er in die verschiedenen Provinzen, wo die Römer alles in Besitz genommen hatten, gereist ist und hat dann darüber berichtet, was er dort alles so erlebt hat. Und über den Landstrich Palästina berichtet er, da gibt es drei Merkwürdigkeiten. Die erste Merkwürdigkeit, die haben da ein Gewässer, in dem kann man nicht untergehen. Da kann man drauf liegen und man geht nicht unter. Faszinierend. Das Tote Meer. Das zweite, die haben hier einen Tempel. Ihr Leute in Rom, sowas habt ihr noch nicht gesehen und da steht in Rom nichts Vergleichbares. So großartig ist er. Der Tempel von Jerusalem, ein für einen römischen Reisenden offensichtlich sehr beeindruckendes Bauwerk. Und wir, die wir nur die Reste einer Stützmauer im unteren Bereich kennen, die sogenannte Klagemauer, die Western Wall, können erahnen, was das für ein Gebäude gewesen ist. Und dann das Dritte, das war für diesen römischen Bürger ganz besonders interessant, die hören einfach nach 6 Tagen auf zu arbeiten. Deswegen waren übrigens die Juden bei den Griechen als ein faules Volk angesehen. Die hören auf zu arbeiten. Die arbeiten nicht mehr. Die machen eine richtige Unterbrechung. Das war für diesen Reisenden offensichtlich etwas so Merkwürdiges, dass er diese drei Dinge benannt hat und er hat davon etwas begriffen oder eben auch nicht, je nachdem, dass dieser Tag offensichtlich ein ganz besonderer Tag war. Und das gab es in der gesamten Antike nicht, dass ein Volk dieses so gemacht hat. Aufhören, Schabbat. Eigentlich heißt Schabbat aufhören. Aufhören können. Und es ist zu einem herausragenden Merkmal dieses Glaubens, dieser Religion, dieses Volkes geworden. Dass dieser Tag ein Tag ist, der das deutlich macht, zu wem gehören wir eigentlich, wem gehört unsere Zeit. Und wenn wir über den Sabbat nachdenken in dieser Woche, in dieser Allianz-Gebetswoche und ihn vielleicht auch ein Stück neu entdecken, dann ist das schon mal eine entscheidende Entdeckung. Wir werden in dieser Hinsicht dann auch verbunden sein mit dem ersten Bundesvolk Gottes. Mit dem Volk Israel, mit den Juden. Es ist ihr großes Kennzeichen, ihr großes Merkmal. Und wir haben daran Anteil, wie ja überhaupt unsere Rolle als Christinnen und Christen, die ist, an dem Anteil zu haben, was Gott seinem Volk schenkt. Wir sind verbunden mit dem ersten Bundesvolk, wenn wir über diese Vielfalt nachdenken im Laufe der Woche. Gottes Versorgung, Gottes Ruhe, Gottes Barmherzigkeit, Sabbat und Erinnerung, Sabbat und Freude, Großzügigkeit, Hoffnung. Dieser Tag, dieser Sabbat ist ein großes Geschenk, ein Anlass, darüber nachzudenken, welch ein Segen dieser Tag eigentlich diesen Tag ausmacht, was es inhaltlich bedeutet. Sabbat, Schabbat, aufhören. In der Bibel hat dieser Tag einen doppelten Bezug. Man kann das im 2. Buch Mose finden und im 5. Buch Mose nochmal in etwas anderer Weise. Es gibt einen doppelten Bezug, der uns darüber nachdenken lässt, was der Sabbat uns sagt über uns als Menschen.
Der erste Bezug, wir haben das eben schon gehört in der Lesung, der Sabbat nach der Aufzählung der Gebote im 2. Buch Mose 20 ist ein heiliger Tag, ein Ruhetag. Keine Arbeit, selbst Sklaven, Fremde, das Vieh, alle dürfen ruhen. Die Begründung dafür ist, so wie Gott geruht hat, so dürft und sollt auch ihr. Er hat ihn als Ruhetag gesegnet. An einer anderen Stelle im Buch, 2. Buch Mose wird gesagt, denn in 6 Tagen machte Gott der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Gott selber ruhte und erquickte sich. Es ist Gottes eigener Rhythmus, Arbeit und ein Tag der Ruhe, des Erquickens. Und wenn wir über unsere Identität nachdenken an dieser Stelle, dann heißt das, Mensch, begreife, siehe Schöpfungserzählung, das sind ja Erzählungen von tiefer Weisheit, bedenke Mensch, dein erster Tag, der erste Tag des Menschen war ein Ruhetag. Er ist am letzten Tag all der Schöpfungsgeschehen von Gott geschaffen worden, so wird es erzählt, und der erste Tag danach war ein Ruhetag. Lasst uns mal einen Moment Fantasie wagen, ohne es zu übertreiben, aber ich stelle mir das mal vor, Adam wacht morgens auf, weckt Eva, los, wir müssen was tun, kommen zu Gott und sagen zu ihm, Gott, was gibt's denn hier zu tun? Ist ja eine Menge Garten hier, wo ist die Hake, wo ist der Spaten? Und Gott sitzt da und sagt, erstmal nichts. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ja, was? Dürfen wir nichts tun? Doch, morgen. Der erste Tag des Menschen war ein Ruhetag. Das heißt, zu begreifen, wir sind zunächst einmal Empfangende und Gesegnete, weil nicht wir erst alles zum Guten bringen müssen. Denn Gott hatte festgestellt, es war sehr gut. In diesen Zusammenhang werden wir hineingenommen. Unsere Identität, ohne den Begriff jetzt allzu sehr zu strapazieren, diese ganze Diskussion um Identität, die so gesellschaftlich unterwegs ist, darum geht es mir jetzt weniger. Es geht darum zu begreifen, was ist denn eigentlich übereinstimmend, was ist unser Wesensmerkmal? Und wer begreifen will, was ein Mensch ist, was wir Menschen sind, der kann das zunächst einmal sagen. Wir sind Gesegnete und Empfangende. Und indem wir diesen Ruhetag Gottes als unseren Ruhetag leben, leben wir identisch, leben wir in unserer Identität. Wir sind zuerst Empfangende und Gesegnete und unser erster Tag war ein Ruhetag. Das ist der eine Bezug. Und dann kommt ein zweiter Bezug für den Sabbat. Da heißt es im 2. Buch Mose, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Bei all den Aufzählungen der Gebote steht ja zunächst einmal eine Selbstvorstellung Gottes. Ich habe als Konfirmand die 10 Gebote auswendig gelernt und habe erst später die Gebote dann im Original nachgelesen, da wo sie in der Bibel stehen, und habe festgestellt, an der Stelle, bei aller Wertschätzung von dem Reformator Martin Luther, an der Stelle bin ich ihm ein bisschen böse, dass er das nicht drin gelassen hat, dass da gesagt wird, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat. Dadurch kommen bei manchen Menschen, wenn man nur sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir, der Eindruck, Gott erlässt Gebote, die irgendwie das Leben kaputt machen oder einengen oder sowas. Die Gebote sind die Worte eines Befreiers. Der erlösen will, der wegführen will von den Lasten, die uns andere auflegen, der uns erretten will. Gott redet als Befreier, als der,
der uns in die Freiheit führt, der das Volk in die Freiheit führt und wir dürfen daran Anteil haben. Ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. In Anführungsstrichen, Ägypter gibt es immer. Es gibt immer Menschen, die uns etwas auflegen wollen. Und wir sollen es tragen. Wir leben ja in einer Zeit, in der sehr stark die Ökonomisierung des Lebens vorangetrieben wird. Alles ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit, des Geldes. Menschen werden zu Arbeitskräften. Menschen werden zu Arbeitskräften und werden auch so gesehen, manchmal sogar als Menschenmaterial. Und hier heißt es zunächst einmal, von dem, was euch andere auflegen an Lasten, befreie ich euch. Und ich will euch erretten vom Frondienst, von dem Frondienst, den wir uns oft genug selber auferlegen, was wir alle schaffen müssen. Und manche verlagern das dann ja. Das für die ist das Wochenende dann auch so etwas wie ein, das müssen wir jetzt noch schaffen, das müssen wir jetzt noch machen. Von all diesen Frondiensten, von all diesen Lasten ist der Sabbat der Segen, die Befreiung. Eine Befreiung aus der Knechtschaft. 6 Tage sollt ihr arbeiten und einen Tag sollt ihr ruhen, denn so hat der Herr euch aus der Knechtschaft geführt. Das ist diese doppelte Verankerung. Einerseits in der Schöpfung zu sagen, Mensch, begreife, du bist dein erster Tag, du bist ein Geschöpf. Dein erster Tag war ein Ruhetag. Und das andere, denk daran, dieser Tag, dieser Sabbat, dieser Sonntag, je nachdem, welcher Tradition du lebst, in dieser Tradition heißt es immer Tag der Befreiung. Ein Tag der Freiheit, ein freier Tag. Und da können wir dann doch auch von anderen lernen. Wie gestaltet man denn dann Freiheit, wenn es nicht Beliebigkeit ist? Von den Geschwistern lernen, die uns diese Tradition überliefert haben, heißt zum Beispiel von den Juden lernen, wie sie Sabbat feiern. Und wer sich mal damit intensiv beschäftigt hat, der ist beeindruckt von dem, wie lebendige Tradition im Judentum uns etwas zu sagen hat für die Gestaltung unseres Sonntages, den wir ja als sozusagen Nachfolgetag, als Tag der Auferstehung, als Tag unseres Herrn, als Sonntag feiern. Wir können also von den Juden lernen und für sie ist der Sabbat ein Zeichen ihres Bundes mit Gott. Ein Zeichen des Bundes mit Gott. So den Tag gestalten, dass man das ablesen kann. Wofür habe ich dann Zeit? Wofür nehme ich dann Zeit? Und wir können auch in unserer eigenen Glaubensfamilie von Geschwistern lernen. Von unseren Geschwistern der Adventgemeinde, die ja die Sabbat-Tradition aufrechterhalten und ich weiß zu wenig darüber und deswegen fände ich das ja mal spannend, wenn wir mal uns einladen lassen von den Geschwistern der Adventgemeinde, nicht um unsere Unterschiede zu betonen, sondern voneinander zu lernen, was liegt euch eigentlich am Herzen und wie gestaltet ihr das und was können wir davon lernen? Das wäre ja ein Programm für die nächsten Jahre für alle Allianzgemeinden. Was liegt euch am Herzen und was können wir von euch lernen? Nicht, was unterscheidet uns oder trennt uns. Nein, was ist der Reichtum unserer Gemeinschaft? Und die Sabbat-Tradition der Adventgemeinde kann ein Schatz sein für uns als Christen, die in den Landeskirchen oder Freikirchen den Sonntag als den Tag feiern, zu entdecken, wie können wir ihn gestalten? Denn das ist ja oft auch eine Last, dass es für manche Menschen so ein leerer Tag, so ein beliebiger Tag ist, den man dann irgendwie verdaddelt oder auch nicht wirklich genießt. Dieser Tag ist ein Tag der Befreiung, den wir genießen dürfen. Ein freier Tag. Und mit Freiheit umgehen ist eine verantwortliche Angelegenheit. Wenn wir diese beiden Identitäten zusammennehmen, diese beiden Bezugspunkte, Ruhetag als der erste Tag und Tag der Befreiung als den Tag, den wir feiern,
dann können wir im Rhythmus des Befreiers unsere Identität leben. Dann können wir den Rhythmus, den Gott gegeben hat, dem Leben eingegeben hat, nachvollziehen, weil es auch gut für uns ist. Als die russische Revolution sich durchgesetzt hatte, versuchte man, auch um die christlichen Traditionen zu durchbrechen, aber vor allem auch um die Produktivität zu steigern, denn es ging rapide in den Keller seiner Zeit in Russland, führte man die 10-Tage-Woche ein, um diesen Rhythmus von 7 Tagen zu durchbrechen und höhere Effektivität zu erlangen. Dieses hat man nach weniger als 2 Jahren rückgängig gemacht, weil man gemerkt hat, die Menschen gehen kaputt. Es ist der Rhythmus Gottes in unserer Schöpfung angelegt, dass es diesen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe gibt. Und ich frage ganz vorsichtig, aber ich habe auch durchaus die Anfrage, ob manche Burnout-Erfahrung auch damit zu tun hat, wie wir mit diesem Rhythmus umgehen, wie wir den Sonntag wahrnehmen und gestalten oder nicht, wie wir mit diesem Rhythmus leben, den Gott dem Leben gegeben hat. Sind wir deshalb so erschöpft, weil das Geschöpf nicht identisch lebt mit dem Schöpfer und dem Rhythmus des Schöpfers? Und auch, wir reden nicht von anderen, wir reden auch in dem, was in Gemeinden geschieht. Wie ist das in unserem Miteinander? Und vor allem, wie definieren wir uns eigentlich als Arbeitswesen? Mein früherer Pastor und jetzt väterlicher Freund hat mal etwas despektierlich gesagt, wenn er das liest über einer Todesanzeige, Mühe und Arbeit war sein Leben, dann könnte man das auch von einem Pferd sagen. Ruhe und Arbeit, dieser Rhythmus, den Gott selber gelebt hat, diesem Rhythmus entsprechend zu leben, das ist eine spannende Angelegenheit und es ist auch ein Protest gegen die Ökonomisierung all unserer Lebensbezüge, dass immer alles dem Geld untergeordnet wird, was es bringt, was es wert ist. Den Tag der Freiheit als freien Tag zu gestalten, das heißt auch innehalten. Und wenn Schabbat heißt aufhören, dann ist es wichtig zu begreifen, wer nicht aufhören kann, mit dem kann man bald nichts mehr anfangen. Wer nicht aufhören kann, mit dem kann man bald nichts mehr anfangen. Weil der ständig unter Strom steht, weil der ständig woanders ist, weil der ständig in Arbeit, im Arbeitsmodus ist und nie da rauskommt, das ist nicht gesund. Wer nicht aufhören kann, mit dem kann man bald nichts mehr anfangen. Und es gibt in unserem Gesangbuch ein schönes Lied, bei dem die vorletzte Zeile so geht: Segne, unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. Das hat etwas mit Loslassen, mit Aufhören zu tun. Segne unser Tun und Lassen. Ja, dass Gott unser Tun segnen soll, das beten wir schnell. Aber dass Gott unser Lassen segnet, segne unser Tun und Lassen, segne unsere Arbeit und segne unsere Ruhe. Segne uns, wenn wir in diesem Sinne mit Gott im Rhythmus unterwegs sind. Und darum kann ich uns und in dieser Woche vielleicht in besonderer Weise wünschen, dass wir das begreifen, wie die jüdischen Geschwister im Glauben den Feiertag begrüßen, nämlich mit den Worten Shabbat Shalom. Und das heißt Sabbat Segen, Sabbat Heil, Frieden und Wohl. Und genau das ist der Sabbat. Gottes Friede, Gottes Ruhe, Gottes Heil und das tut uns gut, das ist zu unserem Wohl. Shabbat Shalom. Amen.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende stehst du. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählen den Heiden. Jesus ist kommen und ewige Freude. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißenden Zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Herr, der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringet zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht den Gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser. Führt die Gefangenen siegend heraus. Willst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen begehren. Öffnet ihm Tore und Türen fein weit. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen. Joschi Stahlbeck, magst du mal nach vorne kommen? Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Joschi, du würdest das vielleicht nicht genau mit diesen Worten so formulieren, aber die Botschaft, die wir gerade gehört haben, die ist es, die dich antreibt. Deswegen hast du dich berufen lassen als Pastor und deswegen engagierst du dich so gerne in der evangelischen Ehrenamt. Denn es gibt Grund zur Freude und die muss geteilt werden. Die braucht man nicht für sich. Joschi, für mich bist du Mr. Evangelische Allianz Lüneburg. 10 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, 10 Jahre lang hast du die Leitung verantwortet. Und heute machst du Schabbat, du hörst auf, es endet. Dieser Dienst war nicht so, dass es einen braucht, der das jetzt mal macht und die Lücke füllst du, sondern du hast das mit einem Herzensanliegen verfolgt, weil das Anliegen dahinter dein Herz berührt und dein Herz davon voll ist. Das muss raus. Das haben wir dir immer wieder abgespürt. Wie kann sich diese Freude des Evangeliums ausbreiten? Wie können noch mehr Menschen davon erfahren? Wie können wir als Christen ein Segen sein für die ganze Stadt? Und wie können wir dabei immer nicht nur auf uns schauen und so rumtüngeln als Gemeinden, sondern das bündeln, was wir haben und gemeinsam mehr erreichen als alleine? Das hat dich bewegt und darin hast du uns angefeuert. Und du warst leidenschaftlich und hast uns manchmal getrieben, aber das war gut, das brauchten wir, Joschi. Und dann sind Dinge gewesen wie ProChrist, Jesus House, Konzerte, Gebetsabende im Huldigungssaal, ein echtes Highlight. Zahlreiche Jugendgottesdienste, Home Ones, hier am Glockenhaus, 2x Open Air auf dem Stadtfest, unvergessen. Joschi, dein Feuer und dein Segen sind uns ein Segen. Und wir wollen dir Danke sagen. Wir wissen, du hast es nicht für uns gemacht, keine Frage. Es war zur Ehre Gottes und zum Wohl dieser Menschen. Aber im Namen dieser Menschen wollen wir uns bei dir bedanken. Wir haben dir und deiner Familie
zwei Schwedenfeuer mitgebracht. Schwedenfeuer, das passt natürlich irgendwie. Aber das Besondere daran ist, du weißt wahrscheinlich, wie die funktionieren. Ich wünsche dir, dass du jetzt in deinem Schabbat nach der Allianz mit einem warmen Kakao oder einem anderen netten Getränk auf deiner Terrasse mit deiner Familie, mit deiner Frau sitzt, das anzündest und siehst, wie etwas von innen, ein kleines Feuer, sich ausbreitet, Kreise zieht und größer wird. Denn das ist das, was du 10 Jahre lang mit deinem großen Team gesät hast und darüber in den Lobpreis und den Dank Gottes kommt, dass das passiert ist. Vielen Dank. Joshi Stahlbeck, vielen Dank für 10 Jahre Allianz. Gleich werden wir noch Gott für deinen Dienst danken, aber bleib noch mal einen Moment hier stehen. Genau, und nun ist ein Posten frei geworden. Joshi hört auf und wir haben glücklicherweise 2 neue, sehr begabte und tolle Männer gefunden, die diese Aufgabe übernehmen werden. Timo Grebe von der Adventgemeinde eher als erster Vorsitzender und Organisator. Als Organisator und Christoph Petersen eher ein bisschen im Hintergrund, sie teilen sich das. Christoph hat gesagt, ich muss an dieser Stelle nicht viele Worte verlieren, weil die Aufgabe ja noch vor Ihnen liegt. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Hand in Hand gehen wird. Ich kenne alle 3 und ich glaube, wir werden weiterhin gut miteinander zusammenarbeiten und wirklich so solche Veranstaltungen wie heute und andere auf die Beine stellen, um uns als Gemeinden zusammenzubringen. Und dafür möchte ich gerne stellvertretend für uns alle, für euch 3 beten. Guter Gott, lieber Vater, wir danken dir für den Dienst, den Joshi über so, so viele Jahre hingetan hat. Wir danken dir, dass er mit Herz und mit Leidenschaft Vorsitzender der Allianz war und dass er das nicht auf dem Papier war, sondern wirklich mit Herz und mit Hand, dass er Segen gebracht hat, dass er Segen weitergegeben hat in all seinem Tun. Wir danken dir für die vielen Dinge, die ausgingen von ihm, für die vielen Impulse, für die vielen Ideen, die er hatte. Und wir wollen jetzt beten um Segen, wenn er weitergeht, wenn er neue Aufgaben übernimmt, dass du ihn dort reich beschenkst. Wir bitten dich, dass er loslassen kann, dass er das in guten Händen weiß und dass er uns nicht verloren geht, das wissen wir auch. Aber dass du ihn weiterhin segnest, dass du ihn mit Kraft und mit Weisheit ausstattest und dass du ihn aber auch mit Ruhe beschenkst, von der wir gerade gehört haben, dass du Freiheit und Ruhe für uns hast und besonders für ihn. Und ich danke dir für Christoph und für Timo, die diese neue Aufgabe übernehmen, zusätzlich zu den vielen anderen, die sie haben. Ich danke auch dir, dass auch sie diese Leidenschaft für die Allianz haben, dass es ihnen ein Anliegen ist, ja, Christsein zu leben und Gemeinde zu einen. Ich bete, dass sie nicht nur investieren und nicht nur geben, sondern dass sie selber empfangen dürfen und sehen dürfen, dass das, was sie tun, Früchte trägt, dass es gute Dinge hervorbringt und dass sie es als Segen für sich selber empfinden, diese Aufgabe zu übernehmen. Bitte segne alle 3. Amen. Amen. Vielen Dank euch. Wir wollen Fürbitte halten und dafür habe ich 4 Menschen gefragt, ob sie das tun würden, stellvertretend für uns Fürbitte zu halten. Das hat heute den Sabbat im Fokus. An anderer Stelle in dieser Gebetswoche werden wir noch viel, viele andere Dinge beten, aber heute halten wir Fürbitte für Themen um den Sabbat. Vater im Himmel und Schöpfer dieser Welt, danke, dass du in der Schöpfung gezeigt hast, dass zur Arbeit auch die Ruhe gehört. Du selber hast am 7. Tag geruht und dich an der Schöpfung, die du geschaffen hast, erfreut. Und danke, dass du auch uns Ruhe gönnst und deshalb auch Ruhe in Form eines Sabbattages verordnet hast. Danke, Jesus Christus, dass wir diesen besonderen Tag der Ruhe haben, um Beziehung mit dir
und deiner Gemeinde zu pflegen, um gemeinsam mit unseren Glaubensgeschwistern dich als Immanuel, unseren Retter und Freund, anzubeten und uns zu erinnern, was du für uns getan hast. Heiliger Geist, als Geist der Wahrheit und unser Befähiger, erinnerst du uns daran, welcher Segen im Sabbat liegt, als Tag der Erholung, der Freude über Segen und Gelingen, sowie der Besinnung, dass wir durch den Glauben Hoffnung auf eine ewige Sabbatruhe haben. Dreieiniger Gott, du weißt, wie umkämpft der Sabbat ist, wie schwer es uns fällt, in die Ruhe zu kommen, Arbeit und andere Dinge liegen zu lassen und dir die Priorität zu geben, die dir gebührt. Wir brauchen hier deine Hilfe und um diese bitte ich. Hilf uns, dass wir selber und anderen, ja auch der ganzen Schöpfung, die Ruhe gönnen, die du in den Lebensrhythmus gesetzt hast. Hilf uns, den Sabbat neu wertzuschätzen als Tag, den du uns gönnst, um zur Ruhe zu kommen und in der Beziehung zu dir und anderen aufzutanken und uns neu auszurichten. Amen. Gott, wir bitten dich, dass du uns eine neue Identität gibst. Ich bitte dich besonders für die Menschen, die viel leisten in unserer Leistungsdruckgesellschaft, die viel arbeiten, aber auch gerne arbeiten, die sich viel einbringen, die viele Aufgaben erledigen, darum, dass diese Menschen ihren Wert nicht genau darin finden. Dass wir uns nicht darüber definieren, was wir leisten, sondern dass du unser Identitätsgeber bist. Hilf uns zu erkennen, dass wir uns deine Liebe und dein Segen nicht erarbeiten können. Lass uns erkennen, dass du uns einen Tag der Ruhe gibst und ihn schenken willst. Schenke uns die Ruhe und das Vertrauen, dass wir wissen, dass es bei dir nicht um Leistung geht. Hilf uns, die Bedeutung vom Sabbat zu erkennen, dass wir dich dadurch ganz neu erfahren können und neue Hoffnung und neue Kraft schöpfen können. Wir möchten unseren Wert, unsere Identität und unsere Hoffnung in dir finden. Danke für deine Freiheit und für deine Freude. Amen. Amen. Ja, lieber Herr Vater, es ist ein unglaubliches Geschenk, dass du uns diesen Tag der Ruhe in der Woche gibst. Darum sei auch bei denen, die an diesem Tag nicht ruhen können, sondern für uns weiterarbeiten. Sei bei Polizisten und Polizistinnen, Krankenpflegern und Pflegerinnen und Feuerwehrleuten, bei Busfahrern, Kellnern und Kellnerinnen und noch vielen weiteren, denen dieser Tag nicht gegönnt ist. Lass uns ihrer Anstrengung bewusster und dankbarer werden und sei bei ihnen, wenn sie ihre Arbeit verrichten und gib ihnen auch weiter anderweitig Ruhe. Amen. Danke, Vater Gott, für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast, dass du uns befreit hast aus der Ruhelosigkeit, der Rastlosigkeit, aus dem Streben nach Anerkennung, dem Definieren über Leistung. Danke, dass du uns berufen hast zum Sein, zur Kindschaft, zur Gemeinschaft mit dir und miteinander. Dennoch steckt so tief in uns dieses Streben, uns nicht daran genügen zu lassen, sondern unseren Wert selber sicherzustellen. Vergib uns, Herr, wo wir nur auf Äußeres geachtet haben, auf Leistung, auf Arbeit, wo wir dein Gebot der Ruhe missachtet und missbraucht haben, wo wir gedacht haben, es besser zu wissen. Hilf uns, zurückzukommen in deine Ruhe,
Schenke uns eine Neubesinnung, den Ruhetag mit dir und vor dir einzuhalten und dabei zu lernen, uns nicht über unser Tun, sondern über unser Sein zu definieren. Lass uns darin wieder neu diese Kraft, diese Hoffnung, diese Freude schöpfen, indem wir erleben, dass du alles in deinen Händen hältst, ganz ohne unser Dazutun. Und dass wir ganz ohne zu leisten geliebt, angenommen, wertvoll und würdig sind, als deine Kinder. Hilf uns zu verstehen, dass wir keine Sklaven mehr sind. Vater Gott, lass du uns durch diese Neubesinnung auf unsere Identität und das Halten deiner Ruhe neue Freude erleben und neue Strahlkraft bekommen in dieser Welt, die so anders tickt und dich so dringend braucht. Und so halten wir inne vor dir und hören auf, vertrauen dir und drücken das aus mit den Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und wir hoffen, dass etwas mitgeht von dem, was gesagt wurde, von der Musik, die gespielt wurde, von den Gebeten, die gesprochen wurden. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, was anderes wir vielleicht noch mitgeben können. Und Eckhard Oldenburg hat uns auf ein Bild gebracht, das der Künstler Werner Steinbrecher gemacht hat. Er lebt nicht mehr. Ich habe zwei kleine Versionen davon und noch viele mehr, die hinten am Ausgang verteilt werden. Darauf, Eckhard hat im Vorfeld gesagt, dass Werner Steinbrecher nicht immer gesagt hat, für was die Bilder stehen, also was man da hineininterpretiert, aber da steht ein hebräisches Wort, nämlich Schabbat. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, am Ausgang eine Karte mitnehmen für euch selbst. Vielleicht sie an den Kühlschrank hängen, vielleicht hinten ist alles frei. Ein paar Worte draufschreiben, heute noch, die nachgehen von diesem Gottesdienst aus der Predigt, damit sie nicht gleich wieder verklingen. Und zur Erinnerung ans Aufhören, ans Befreitsein, ans zur Ruhe kommen. Und wenn ihr dann möchtet, dürft ihr noch eine zweite Karte mitnehmen und die weitergeben an jemanden, dem ihr vielleicht diese Ruhe wünscht, vielleicht mit ein paar Worten oder ein paar Sätzen auch hinten drauf, als Segen weitergeben. Wir wollen nicht nur für uns bleiben, sondern was weitergeben in diese Stadt an die Menschen, die uns umgeben. Ein schöner Gottesdienst geht zu Ende. Und wenn ihr gleich rausgeht, wenn ihr mögt, dann geht doch mal rechts rum. Da steht ein gelber VW-Bus, klopft an und sagt Danke, denn da sitzt unter anderem die Crew drin, das Regiezentrum sozusagen, die das hier alles ermöglichen. Ein großartiges Team hat diesen Gottesdienst zusammengestellt, seit gestern Morgen im Aufbau. Das ist wirklich klasse. Vielen Dank. Aber es ist ja erst der Auftakt dieser Sonntag und ich finde es ein starkes Zeichen, dass wir als Christinnen und Christen zusammenstehen, vereint uns ausrichten, um für unsere Welt einzutreten im Gebet. Das als Auftaktszeichen in dieses Jahr finde ich grandios. Und es geht morgen gleich weiter. Ihr habt das auf den Liedzetteln.
ihr zu Hause, ihr könnt das alles nachlesen auf der Homepage, die eingeblendet wird, www.kirche-lueneburg.de. Da findet ihr alle Infos drauf. Morgen geht es weiter in der Matthäusgemeinde, am Dienstag in der FEG, am Mittwoch bei den Baptisten, am Donnerstag in der landeskirchlichen Gemeinschaft, alle vier Abende um 20 Uhr. Bei den ersten beiden bitten wir um Anmeldung auf der Homepage, auch das findet ihr dort alles. Und der letzte Abend, der Freitag, Eckart hat das schon angedeutet, der findet bei den Adventisten statt. Denn am Freitag beginnt der Schabbat und die Uhrzeit ist auch etwas Besonderes, 19 Uhr. Kommt vorbei, lasst euch inspirieren und lasst uns gemeinsam Gott in den Ohren legen und beten. Die Kollekte heute an diesem Sonntag hier vor Ort, aber auch ihr zu Hause könnt spenden, ist für die SMD, für die Studentenmission Deutschlands. Eckart hat aus seinem Leben erzählt und hat davon berichtet, dass die SMD eine nicht unwesentliche Gruppe war, die sein Leben geprägt hat. Deutschlandweit gibt es 600 Schülerbibelkreise, 80 Gruppen an verschiedenen Universitäten. Und alle, die schon mal ausgezogen sind, zu Hause in eine fremde Stadt gekommen sind, wissen es zu schätzen, wie wichtig es ist, wenn man eine Gruppe findet, wo man ankommen kann, andocken kann, aufbrechen kann. Der Glaube bricht um, ich ziehe aus, vieles verändert sich und dann aber zu merken, ach, da gibt es Christen, mit denen kann ich meinen Glauben teilen, wir können gemeinsam beten. Die machen eine so wertvolle Arbeit, auch hier in Lüneburg, an unserer Uni, das ist richtig stark. Und diese Arbeit, die würden wir gerne unterstützen am heutigen Sonntag mit unserer Kollekte. Ihr dürft das hier gerne am Ausgang machen oder zu Hause, der PayPal-Button wird eingeblendet. Gerne das, was euch gerade auf dem Herzen ist, einfach weitergeben. Wir sind gesegnet und wir wollen als Gesegnete weiter schenken. Um den Segen wollen wir gleich bitten. Erstmal singen wir uns das sozusagen zu. Komm, Herr, segne uns. Und dann spricht Eckart Oldenburg uns den Segen Gottes zu.
Und sie geht weiter an diesem von Gott gesegneten Tag und in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.